Werte Lords, werte Ladies, herzlich willkommen zurück bei Reign of Kings mit den Amtsgamern. Ja. Mit einer Premiere zu viert, nämlich. Ja, die Zahl der Mitspieler steigt oder der Anhänger des Amtsrates steigt. Ja. Special Guest heute der Kollege Coxe. Ja, begrüße Sie. Ja. Mit denen auch die NSA dann live anhören kann über ja, YouTube. Das freut mich. So. Ja, und ein alter Bekannter, der Kollege Salve. Ja. Und wie immer der Kollege Duke natürlich. Ja, ich bin sowieso immer da. Ich bin ja der Kameramann, deswegen muss ich immer dabei sein. Der Kollege Wasti hat da, glaube ich, eine schöne Geschichte über die letzten Ereignisse von den letzten, ja, ich sag mal, 1,5 Stunden, weil da haben wir nichts aufgenommen, weil wir eigentlich nur ein bisschen looten wollten. Da, ein bisschen Ressourcen farmen und das ist ja doch eher ein bisschen fad. Aber der Kollege Wasti hat eine interessante Geschichte zu erzählen, glaube ich. Kann ich gerne machen. War einmal in einem unbekannten Land. Vor ungefähr 1,5 Stunden. Und zwar hat sich da Folgendes zugetragen, der Kollege Salve und ich waren da am Ressourcenfarmen, als plötzlich der Kollege angegriffen worden ist von einem voll ausgerüsteten Typen. Natürlich, kollegial wie der Amtsrat ist, bin ich sofort zur Hilfe geeilt. Haben den Angreifer dann zu zweit in die Flucht geschlagen, aber das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Sind den hinterher. So, natürlich wollte er abhauen und sich in seinem Haus verstecken. Und selbst davon haben wir uns dann nicht abbringen lassen, ihn weiter zu belagern und haben es dann irgendwie geschafft, in sein Haus zu kommen. Das Blöde war, dass er uns dann eingesperrt hat. Was man dazu sagen sollte, die Häuser anderer sind unzerstörbar. Forst. Und das außer durch Katapulte, die wir im Moment noch nicht haben. Aber es steht ja natürlich am Plan. Am Plan, natürlich. Ja, und dann sind wir mal in der Batsche gesessen, wie man es so schön sagt. Aber der Kollege Wasti hat sich da rausgepackt. Natürlich habe ich Spielmechanik ausgenutzt, um da ein bisschen nachzuhelfen. Und schlussendlich war es so, wir sind mit. Ja. Wir haben uns gegenseitig einige Male da bekämpft und natürlich den einen oder anderen Kill eingesackt. Ja. Aber der große Beutezug ist dann leider nicht gelungen. Wir haben ein paar Holzkisten geklaut und das war's dann. Aber was ganz klar entstanden ist, ist eine tiefe Feindschaft, die weiter gepflegt wird. Ja, die wird ganz sicher gepflegt. Und ich habe gerade was ausgefunden. Wenn Sie auf der Werkbank eine Dietriche bauen und für eine Tür aufzumachen, braucht man 2 Dietriche. Jetzt, wenn wir einen Diamanten noch holen gehen und dann habe ich meinen 2. Dietrich zusammengebaut und dann gehe ich einbrechen und Stasi mal das so. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Was, du brauchst einen Diamanten? Ich hab gedacht, du kannst da nicht einbrechen. Ja, du brauchst Diamanten, 2 Diamanten, dann kannst du die aufsperren. Aha. Aber ich hab leider einen Diamanten gehabt, den anderen habe ich vorher mitgehabt, bevor ich ihn attackiert habe eben. Und der ist leider drüben liegen geblieben. Jetzt muss ich noch einmal zum Dorf looten gehen, der eine Diamanten kriegt. Okay. Bin ich Sprint bei. Ja, aber ist das auch, wenn der protected ist, kannst du auch? Ja. Okay. Ich war jetzt mit einem drüben und das ist gestanden, ich brauche 2, dass ich es aufsperren kann. Also ich denke schon, dass es funktioniert. Okay. Dass okay. Ich alles, was irgendwie wichtig wäre da. Das wäre interessant. Ich meine, was, vielleicht sollte man dazu sagen, warum wir da jetzt so viel Stahl loot. Wir haben uns entschieden, das einzig Sinnvolle ist, dass wir jetzt einmal unsere Burg rundum tun, dadurch, dass die wirklich nur aus Holz besteht, ja. Dass man da zu schlecht an, ist. Ja, aber dass wir da jetzt an Steinwall rundum ziehen und eine Tür einsetzen, die was unter anderem auch nicht geknackt werden kann. Ja. Also,
Du konntest ja wahrscheinlich mit den Diamanten nicht aufmachen. Was ich da gelesen hab. Dieses was Tor, da immer steht, da steht ja immer, was für die Schwierigkeitsstufe von der Tür, also 1, 2 oder so. Das ist immer die Anzahl an Dietrichen, was du brauchst. Na, es gibt aber eine Tür, die was die zum Beispiel bei dem Turm haben, die kannst du mit einem Dietrich nicht öffnen. Das geht nicht. Ja. Ja, steht dabei, dass die kannst du nicht aufmachen. Da musst du wahrscheinlich wirklich mit dem Katapult das einreißen, sonst geht das nicht. Bist du gerade in der Burg? Hey, da ist so viel Flachs, das ist ja irre. Okay. Ich bin also jetzt gerade auf dem Feld. Der Wiesen, gell, da habe ich gestern mal gefahren. Insgesamt 500 Flachs habe ich da gefahren. Ja, ich laufe da jetzt ein bisschen rum, weißt du? Bei Tag ist es ja kein Problem, ne? Bei Nacht ist auch kein Problem. Ja, ich bin jetzt schwarz mit Lederrüstung, also. Ja. Hätte mir wohl auch keiner erwischen, ne? SM Crafting Tool aufgebaut. SM Crafting. Ich bin der Lederhänzer. Nein, ist der Stein eigentlich wirklich nur so ein Felsbrocken oder kann ich da das ganze Gebirge da umhocken? Nein, das ist wirklich nur die großen Felsen und. Aber es ist nicht jeder Felsen, gell? Also manche schauen ziemlich gleich aus wie. Also nur die was ich auch oft so collect kann, gell? Ja, du kannst mit der Spitzhacken aufhauen. Ja? Und dann kannst du das collecten. Aber es geht halt nur bei bestimmten. Die bauen sich noch an ab. Ah, es ist zum Beispiel. Ja, wenn du zu dem Turm laufst, zu dem großen Starnturm. Ja? Da unten, da sind immer so eine Felsen. Wenn du eine Spitzhacken hast und drauf. Oder mit dem, ich glaube mit dem Prügeln, was du am Anfang hast, kannst du da, ja. Aber da baust du halt nicht so viel ab. Wenn du drauf haust und du baust was ab, dann ist es was zum Abbauen und wenn nicht, dann nicht. Ja, aber. Ja, das ist eine schöne Erklärung. Das ist die Erklärung von Basti. Wenn du aufhaust, dann weißt ist es. Läuft da jemand mit einem Speer? Ja, ja. Ich. Okay. Aber hast ich bin da unten bei den Endermännern, gell? Also, wenn das bei unserer Burg oben ist, dann bin das nicht ich. Na, es ist beim Fluss. Aber also bei dem kleinen, nicht beim Fluss, bei dem See. Boah, da läuft einer mit dem Pfeil und Bogen, der schießt auf mich, oder? Bar mit dem Pfeil und Bogen. Scheiße. Ja, sie pass, schießen die schon wieder. Pass auf, dass nicht so best da geht's rückrennt, gell? Sagen wir nicht fertig kommen. Lauf zickzack. Ja, haben sie. Ach, nicht fuck, da ist schon wieder so ein scheiß Bär. Dieser Bär möchte doch gerne in die Basis hinein. Ja, am geilsten ist, wenn die Schnauzen durchschaut. Wieso ist da jedes Mal ein Bär? Ja, der spawnt jedes Mal. Ja, das. Bei dem Post der Weg klar. Ja. Ja, aber nicht, wenn er vor der Tier steht, verstehen Sie? Deswegen haben wir zwei Tiere. Ja, toll. Ja, ist neu, feudalen Anfänger, nicht wahr? Ja, das haben wir nicht gedacht, da, nicht mit einem geredet. Erlebst du noch, Salwetter? Ich hab dich umgebracht. Da. Ah, haben sie dich erwischt? Umgebracht haben sie mich schon, ja. Ja, ich mein, dass du so lebst, da bin ich ausgegangen, ja. Ja, nein, also. Grundsätzlich. Ich lebe schon wieder, so wollte ich sagen. Problem ist nur da, wo ich unten oben will zu den Endermännern, da steht immer zwei mit Bogen, weil dann die Hunde wollte und mich sehen, wie man hin. Wir sind so lange für eine Fierce, bis ich einmal laufen kann und dann. Roten Bären haben 200 Kalorien. Na los. Steht sogar dabei, oder was? Ja, steht auch beim Fleisch dabei. Ja, ich als erfahrener Weedwatcher rate von den roten Bären doch. aber ganz erfahren. Ich glaube aber, das Steak hat auch 1000 Kalorien, ne? Oh, fein. Oh. Und gleich 3 runtergewuchtet. Und ein Schnitzerle.
aber auch ganz Zartes. Brauchst du die volle Ausrüstung der Stadt, um da zu kämpfen? Ich? Ja. Na, ich hab immer eine 30 Sperre machen, dann laufe ich schon wieder um. Da kommt er. Ja, ich hab jetzt nur deswegen diese schwarze Lederausrüstung gemacht, damit ich da in der Nacht weiter die Sterne farmen kann, weil sonst sägen ja. die so weit. Und so wirst du aber weniger gesehen. Vielleicht bringt es ein bisschen mehr, was jetzt an. Ich bin jetzt eigentlich schon ziemlich weit weg von unserer Base. Schon wieder einmal. War überhaupt noch nie. Problematik ist, dass halt am Abend zu viele Leute online sind. Ja. Boah, da hat einer eine Burg gebaut, ja bist du deppert. Was ist da ein Händel? Das wäre gleich erschlagen. Sind da Steiner? Sind da Steiner? Ah, bitte lass die Steiner sein. Jawohl. Also ein alter Tempelkreis. Ja, ich hoffe, da kommen jetzt keine Psychos. Ja, was der? Slendermans. Everywhere. Slendermans everywhere. Ich bin kein Slenderman mehr da. Hat sich wohl ausgeslendert. Alle weggeblutet. Alle weggehänzert. Der Hänzer schaut seine Stats an. Schau meine Stats an. Nope. Wichtig ist immer, dass du dieses Noob bringst. Kurzgesprochene. Das ist immer ganz wichtig. Und vielleicht noch kurz ESL erwähnen, gesund. Na, klar, Bess. Aber ich hab nie gesagt, dass ich in der ESL war. Das ist das Allergeilste. Ja, Horn. Ja. Wilson hat den Thron. Ja, was ist denn jetzt los? Der Wilson hat den Thron an sich gerissen. Okay. Das wollen wir eigentlich auch noch rausfinden, wie man den Thron da an sich reißt, weil ich würde gerne Lord Duke sein. Oder King. Lang lebe der König. Ja, genau, lang lebe der König. Wie schaut denn das mit dem Herz aus? Tut man das kochen oder so? Ich weiß es nicht. Ey. Ist das eigentlich gern roh, aber. Ja, ich is es gern, wenn es noch schlagt. Noch kurz einmal schlagt. Ja, unser guter König Wilson hat jetzt die Steuern anscheinend auf 20 Cent erhöht, nicht wahr? Ja, toll. Genau, holen wir uns den Typen. Ja. Ich mit die Sperre auf. Ich lauf den Knockout auf und ich bin auch nicht mit der Faust. Ja, wenn du mit mehr Leid bist, du musst aber schon die beste Waffe haben, die was du selbst craften kannst. Da kannst du schon schaffen. Hm? Hab ich schon da gelesen. Also wenn der alleinig ist und sich da wirklich alleinig stellt, dann hat er da keine Chance. Ja, aber ich bin da jetzt ein bisschen umgelaufen, die Map ist aber schon ziemlich groß, gell? Eigentlich. Ja. Vor allem mit der Zeit kennt man sich da aber schon ziemlich gut aus, wo man mal laufen kann. Ja, aber bei vielen Gebieten war ich noch gar nicht, gell? Ja, so. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn du den König tötest, bist du dann der neue König, oder wie? Ja. Ja, du musst dich zum Abschluss auf den Thron aufsetzen direkt. Das ist eine Interaktion mit dem Thron. 100% fix. Das ist scheiße, jetzt habe ich die äußere Tür aufgemacht. Ja, das meine ich ja. Wir müssen mal unbedingt den Wall umtumpern. Wir müssen mal den Wall unbedingt umtumpern. Also tut's jetzt. Wir brauchen jetzt wirklich ganz viel Steiner, Clay. Also am besten ist die Tür so von ungefähr 2 Meter Entfernung zu machen. Beziehungsweise aufmachen. Weil dann kannst du wirklich die Tür anwählen, die du möchtest.
Ja, ihr habt mir da so damit beholfen, ich muss den Boden anschauen. Ist das der erste Tier und wenn du durchschaust, ist das der zweite. So funktioniert es bei mir eigentlich. Ja, wie? Das also Wichtigste ist einfach, dass nie beide Tiere offen sind und dass, wenn man rausgeht, wirklich schaut, dass die Tiere zu sind. Ja, das ist ja leider ein bisschen eine Vollkonstruktion, das Ganze. Ich war gedacht, das wird anders angewählt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab gedacht, der nimmt immer das Erste zum Interagieren. Ja. War da logisch. Ja, das wäre logisch, ist aber noch Early Access und einfach dadurch begründbar. Jetzt ja, aber trotz meiner langjährigen Erfahrung im Wach- und Schließgewerbe ist das absolut kein Problem für mich, nicht wahr? Ja, so ein erfahrener Mann. Ja, mit einem Stricktanga. Zelltanga. Linianentanga. Ist ja wurscht. Freie Liebe über everywhere. Oh, aber gegen den König wird irgendwer was tun müssen, ne? Der Ehre, was du da abgibst. Ich dachte, das ist ja gleich auf 90% Stunden. Sofort auf, damit sie ja. Damit die nichts mehr abbauen. Oder das Maximum. Ja, was kriegen. Ist mit dem? Was ist denn? Irgendwer geht mich an. Das ist der Typ, das ist der Zwerg wieder mit der Riesenaxt. Der Gimli! Den haben wir auch vergessen erwähnen, gell? Den hat es da mal auch gegeben. Ja, genau, der hat mich auch, hat uns beide getötet, gell? Ja. Oder bin ich dir zu Hilfe gekommen und dann. Genau. Jetzt einmal. Ja, jetzt bin ich tot. So ein Banner. Du kannst aber ruhig noch reden, gell? Der hört ihn. Banner. Ruhig noch sagen, er ist ein Penner. Banner. Ja. Letzten Worte. Benner. Sollen wir da davonlaufen? Du könntest so einfach sagen, du weißt aber schon, was mit Zwergen passiert, wenn ich König bin, oder? Lustobjekte. Ja. Die werden dann, ja. Lass dich überraschen. Was ist da wieder für schwindiger Nebel? Alter, Stone Deck, das ist ja irre. Bei 50 Stahn an 15. Oh, der ist der mit der Ochst. Hat er die jetzt? Weiß nicht, ob er mir überhaupt jetzt noch laufen wird. Ja, aber ihr müsst ihm ja davon laufen können, ne? Nein, der ist voll schnell und diese Ochst ist voll riesig. Der ist doppelt so groß als der Zwerg. Damit hat der voll Reichweite, nein, der lacht man noch. Weil der ist voll der weit weg, das heißt, der müsste eigentlich der irgendwie verschwinden. Du siehst eigentlich nur diese, das ist ja nicht wirklich ein Ochs, das ist so eine komische Lanzen mit einem Ochs. Der Hellbarde ist das eigentlich. Ja, genau, das war das mir nicht, wollte mir nicht einfallen. Ja, passt, da sticht er einfach zu, oder? Ja. Problem ist, was der, wenn er in seiner Reichweite ist, ja, triffst du ihn mit gar nichts, aber er gibt ja die ganze Zeit Fohle. Du musst nichts dagegen tun. Ja, außer davonlaufen. Ja, so wie ich jetzt gerade gemacht habe. Guck ich dann in den Busch mit meinem Speer und warte, ist ja irgendwie vielleicht witzig. Wo war der? Jetzt gerade? Beim Turm. Da unten direkt beim Turm. Ja, und dann bei mir unten beim Dorf, ja. Ach so, ja, Alter, ich bin da auch rot. Ja, Alter, ich hab 2k Stana mit. Ja, das hätte ich aber heimtragen. Ja, ich hoffe, dass ich ankomme. Ja, wenn er jetzt einfach laufst, dann riecht er und die mit 6 hier haben. Das Problem ist leider, der hat irgendwo auftaucht auf einmal. Ja, ich bin auch schwarz. Ich glaub, außer man sieht da einen schlafenden Mann, den ich jetzt natürlich gerne töten werde. Lassen Sie sich nicht so weit herab. Was ist aus uns geworden? Was ist nur aus uns geworden? Naja, wir haben. Wir wollten ein Königreich erschaffen. Die Gerechtigkeit. Und jetzt sind wir Mörder. Banditen.
Es läuft irgendwie immer noch den gleichen Schema ab, oder? Es ist schon nicht witzig. Wir kommen irgendwo hin. Ist eigentlich weibliche Charaktere, ja? Nein. No. Okay. Das erklärt schon wieder einiges. Na, aber ich hab gesagt, da kann man sich doch so einen Käfig bauen und da kann man dann Spieler hineinsperren. Naja, das wird dann auch kommen. Wir müssen jetzt einmal anfangen, das abzuchecken, wie das funktioniert. Ja, aber ich würde ganz ehrlich gesagt mir lieber eine Sklavin halten, als wie da halbnackten mit einem String. Also mir da dieser Zwerg mit der Helbarde schon sowas von reichen. Ja, das wir müssen... Und dann eine Pranger stellen. Was, dann bauen wir etwas zum Hängen. Wer hängen wir denn? Funktioniert? Ja. Das klingt jetzt alles ziemlich barbarisch, was wir da vor uns geben, aber das Blöde ist, dass wir kommen mit einer positiven Einstellung irgendwo hin. Sei es jetzt irgendwie Altis Life oder jetzt Rust oder Dayset oder eben jetzt Reign of Kings. Kommen mit einer positiven Einstellung her, wollen zur Gemeinschaft was beitreten, beitragen und du wirst einfach sofort mit Füßen getreten, da kommt jeder voll equipped her und schlägt dich einfach einmal nieder. Ja, aber es ist, denke ich, in jedem Game fast. Ja, also, ich bin mit den guten Voraussetzungen herzukommen, zum Brandschatzen, vergewaltigen und zu plündern. Also. Ja, eigentlich muss man schon sagen, es ist noch immer Mittelalter. Boah, unsere Bugschützung geil aus, wenn du von der anderen Seite von dem See schaust. Ist echt cool. Ja, im Endeffekt, ich meine, das ist ein Mittelalter-Setting. Ja. Das passt. Also, da war nicht so, reden wir da viel diplomatisch oder was. Da ist gegangen Tag und der Kopf war ob das Einzige, wo du loyal warst, war zu den König oder zu den Lehnsherren und das auch nicht immer. Das passt eh, aber es darf sich halt dann nicht, so wie gewisse Herren sich dann wundern, wenn man am zurückschlägt. Ja, nein, was ich nicht ganz verstehe, haben wir gestern zum Beispiel gespielt und da war bis auf den einen Typ war eigentlich sonst alles friedlich, gell? Denn der ist der am Anfang auf uns gegangen und dann haben wir mal zu dritt einmal gezeigt. Ja, aber es macht da gar keinen Sinn, dass du da großartig was umtust, weil du hast sowieso schon so viele Ressourcen. Es ist ja kein Ressourcenmangel. Weil du findest ja alles gleich einmal. Ja, das Einzige ist, du bist vielleicht ein bisschen schneller, weil wenn der gerade Stein aufgebaut hat... Ja, aber was bringt mir denn das Risiko, dass ich da erschlagen werde? Ja. Also wie der hat in der Wildnis geschlafen, hat eine ganze Ledermontur angehabt, jetzt wird er sich einloggen und sich denken, warum ist alles mit. Ich habe eine ganze Eisrüstung und eine ganze Lederrüstung. Ja, das ist ja der Kokse, nicht? ja, gewaltig, nicht? Mein Lehnsherr, ja, ich darf, da freue ich mich. Oh, wir haben gleich einmal ein bisschen tanzen und tanzen. Natürlich, wie es im Mittelalter üblich war, nicht? Einen schönen Hüftschwung. Ja. Aber deine Oberschenkel sind aber auch ein bisschen so wie beim Norbert. Gibt's da eigentlich verschiedene Arten der Interaktion? Ja, mittels Gs. Was für eine Interaktion meinst du jetzt genau? Was, und sowas wie, also gibt's mehr als nur dieses komische Winken. Ja, H und J. Natürlich, du musst auf J drücken, dann macht er natürlich die sexy Moves. Ja, gibt sich Vollgas. Mit F kannst du da? Ja, F ist dieses Reden. Was mir. Es verwundert mich eigentlich, wieso kannst du so feminine Moves machen? Was sind eigentlich so diese männlichen Gestiken, die was im Mittelalter üblich waren? So. Ja, genau, so rumbrüllen, irgendwo hinpissen. My blade is ready! My blade is ready! Oh Gott, das wird. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ne? Ja, weißt du was? Wir sollten aber das Essen. Wir sollten das Essen da drinnen nicht schmelzen. Bei dem Dings einetun, bei dem Smelter. Weil der schmelzt nämlich das Essen irgendwie nicht mehr. Okay. Das ist wohl das schwulste Ding, Alter. Hallo!
Ah, jetzt irgendwas mit ja. Popo-Klatsch verstanden. Schickerbude, Schickerbude. Wie geht es, Booty? Coming for the Booty. Das. Es geht da ab. Big Dad, ask for me. So, ich werde wieder Stein abbauen. Produzieren. Anna produzieren. Jo. Die Stone Slab. Stone Slab, Stone Slab. Was ist überhaupt gegen meine Oberschenkel auszusetzen? Na, passt ja. Ist das sexy, nicht? Ja, das möchte ich wohl meinen. Sexuell? So, jetzt werden wir aber da mal was bauen müssen. Also in den Schmelzofen, ich werde da ein Lagerfeuer noch bauen, noch einmal, gell? Mhm. In den Schmelzofen braucht man nichts reinhauen, weil das funktioniert nicht. Ja, ich bin jetzt bei diesem Zirkel, wo du vorhin warst. Wo die riesige Burg steht. Erscheint da irgendwas oder kann man da ruhig die Steine abbauen? Ja, ich weiß nicht, also ich hab ganz normal die Steine abbauen können. Ausbauen, noch upgraden. Brauchen wir da alles zum Upgraden? 55 Flachs nennt sie gut. So, machen wir das Flachs. Also Ressourcen haben wir auf, also wir müssen unbedingt diesen Wald noch fertig kriegen heute. Weil nicht, dass da irgendwer einsteckt. Aber einsteigen kann ich keiner dabei. Ja. Jo, wir sind aber bei der anderen nicht rausgekommen, also da bei einer auch keiner. Ja, wie gesagt, ja, da würde ich doch vorschlagen, dass der Kollege Wasti die erste Wache übernimmt. Ja. 4 Uhr früh. Ah, heute ist schlecht. Warum hast du das Wichtigste zum Turn? Ja, ich muss morgen wieder der früh hat raus, ne? Ja. Immer das. Sag zum raus. Chef, komm später, du musst noch auf die Burg aufpassen. Ja, das ist wichtiger. Was wollt's von mir als Nux? Oh. Irgendwas opfern oder was ist denn da in diesem der Schüsseln da? Ja, da ist einfach was nicht, da war Kohlen drinnen. Bastelman. Okay. Hört bei mir nicht nach Kohlen aus, ich hab ja noch irgendwie eingeweiht. Was ist denn hier los? Ja! Oh mein Gott! Warte, ich mach einen Screenshot und den Teil da. Oh mein Gott! Ich hab jetzt einen Screenshot gemacht, den zeig ich dir, dann schick ich dir dann. Alter, ist das laut! Ich weiß nicht, für was es gut ist, aber mir gefällt's jetzt schon. Leute, lasst euch sagen! Was macht's hier gerade? Ich verkünde das frohe Wort des Lords. Ja, er verkündet die Nachricht.
Die Nachricht. Ja, genau, so mir sagt man Hummerl ab. Das ist geil. So. Wollen wir schon wieder auf dem Weg zum Looten gehen? Ja, Looten war das nicht schlecht. Ich will unbedingt diesen einen Diamant haben, dass ich bei dem einen auch für die Hütten einbringen kann und alles aus. Aber nimmst du immer wieder Stander mit, oder? Wollte irgendwo nicht. Wo kriegt man denn Diamanten? Von diesen Endermänner. Okay. Aber die droppen ist ja leider voll selten, also ich derweil erst zwei krieg und einen habe drüben und kommt hier irgendwo liegen lassen. Okay. Du brauchst einen Diamant und einen Eisenbahn und dann kannst du dann herstellen. Da Werkbank im ersten Stock halt oben. Ich baue jetzt gerade die zweite Werkbank auf voll aus, dass wir da Bade haben. Brauchen wir ja eigentlich nicht, oder? Doch, brauchen wir. Das dauert teilweise voll lang, bis das eine bei den Stones, bis das gecraftet ist und da kannst du aber überhaupt nichts machen. Deswegen brauchen wir es. Ich hab schon wieder ein ganz ungutes Gefühl, es wird langsam dunkel und ich hab Angst vor diesem kleinen Zwerg da. Ja, aber dieses Mal bin ich auch schwer, aber ganz Leder der Rüstung. Okay, mit dem Worten des Leder Salbrechters, des Leder Gollums, mit dem Meister Leders beenden wir das wieder. Ja, wissen Sie, mit einem fröhlichen, guten, ja, schönen, gute Nacht. Verabschiede.